Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir die Spielbrett-View, also das hier in der Mitte, sozusagen aufbauen können. Und da die letzten Videos schon relativ lang geworden sind, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze einfach vorzuprogrammieren und dann einfach nur durch die wesentlichen Schritte zu gehen. Der prinzipielle Vorgang ist genauso wie bei der Spieler-View. Ich habe mir eben erst die View erstellt, ein Interface zum View-Model. Dann habe ich Sample Data erstellt, damit ich im Designer auch was sehe. Und genau diese Schritte habe ich jetzt eben schon im Voraus gemacht, damit ich eigentlich bloß noch erklären kann, auf welche Details wir jetzt in dem Fall zu achten haben. Also das Erste, was ich wirklich gemacht habe, ist dieses Spielbrett View, dieses View Model hier erzeugt. Und ich habe dann eben angefangen mit, wenn wir die User Control Resources und den Data Kontext, und der ist ja nicht sehr spannend. Ich habe diese View aufgebaut mit Items Controls. Und Listbox ist nun mal eins der Items Controls, das ich hier jetzt einfach verwendet habe. Und ich habe dieses Items Control eben missbraucht und das Aussehen komplett geändert. Folgendermaßen. Also diese obere Listbox hier, die repräsentiert, wie man am blauen Rahmen vielleicht schon sehen kann, die tatsächlich eben das Spielbrett an sich, und unterhalb dieses Spielbretts sind jetzt eben noch eine Reihe Buttons, mit denen man eben in die entsprechenden Spalten einen Spielstein später reinwerfen kann. Und im Prinzip muss ich mich dann eben an eine Collection von Plätzen binden für diese obere Listbox und für die untere Listbox an eine Collection von sogenannten Commands. Und das schauen wir uns nochmal kurz an, wie das dazugehörige ViewModel aussieht. Ich habe hier also ein Spielbrett ViewModel erstellt, dieses Interface zum ViewModel. Und ich möchte eben eine Collection von Plätzen haben und eine Collection von Spalten-Commands. Wie schaut jetzt diese Commands aus? Das ist eben nach dem sogenannten Command-Pattern auch gedacht. Wir haben hier jetzt eben eigentlich dieses iCommand-Interface, das mit WPF mitkommt. Und das Wichtigste bei einem Command ist, dass es eine Execute-Methode hat, die nichts zurückgibt und eigentlich auch keine Parameter hat. Also WPF hat sich dafür entschieden, dass man optional noch einen Parameter, der irgendwas sein kann, durchschleifen kann. Aber so eigentlich sollte dieser Parameter hier weg. Und dann kommen wir zur reinen Form eines Commands. Und wenn diese Execute-Methode ausgeführt wird, soll eine bestimmte Funktionalität immer ablaufen. Und die Daten, die man für dieses Command braucht oder diese Funktionalität, um die auszuführen, die werden eben vom Command komplett gekapselt. Und das ist eben der wesentliche Teil eines Commands, der kapselt sozusagen alles, was zu einer bestimmten Operation zusammengehört. Bei uns wird das eben später sein, wie wir einen Spielstein in eine Spalte reinsetzen und vor allen Dingen auch, welcher Spieler das macht. Und genau das kapselt eben das Command ab und man kann dann zu einem beliebigen Zeitpunkt, wenn man das möchte, execute aufrufen, um dann diese Funktionalität auszuführen. Es macht auch teilweise Sinn, dass man Commands speichern könnte, weil dann hat man nämlich die Möglichkeit, dass man eben einen Command in Auftrag gibt, das irgendwie persistiert und dann zu einem späteren Programmzustand oder zu einem späteren Zeitpunkt allgemein lädt und dann ausführt. Dafür sind eigentlich Commands super gedacht und sie kapseln im Prinzip eine komplette Operation mit allen notwendigen Daten dazu ab. Okay, und ich habe dann eben noch von diesem Interface abgeleitet, weil ich nämlich einen zusätzlichen Spaltenindex auf diesem Commands, die wir später haben wollen, mit dabei haben möchte. Warum? Weil ich eben die verschiedenen Commands von Buttons repräsentiert haben möchte, wie man das hier unten sieht. Und die
WPF-Buttons können sich eben an dieses iCommand-Interface von WPF binden und sich dann auch automatisch deaktivieren, wenn das Command beispielsweise nicht ausführbar wäre. Das wäre eben diese can-execute-Methode gewesen. Also diese beiden anderen Elemente hier auf dem iCommand-Interface, die sind eigentlich dazu da, um abzufragen, kann man das Command denn jetzt eigentlich gerade ausführen? Und dazu kann der Button eben can-execute aufrufen. Und dieser Event sagt ihm eben, dass er mal nachschauen sollte, ob sich was geändert hat. Also ist eigentlich auch ein bisschen das Observer-Pattern hier mit in diesem iCommand von WPF mit implementiert. Gut, zurück zur View. Also, wie habe ich das jetzt geschafft, dass ich die Listbox so dermaßen anders aussehen lasse, als man das eigentlich gewohnt ist? Dazu muss man hier in die Resources gucken. Ich habe hier eben, fangen wir damit an, das ist der Plätze-Listbox-Style. Hier habe ich tatsächlich die Listbox umfunktioniert. Hier habe ich einfach verschiedene Setter definiert, wie zum Beispiel, dass man erstmal keinen Hintergrund sieht und keinen Rand von der Listbox. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Interessant wird es eben ab dieser Stelle. Ich habe hier das sogenannte Items Panel Template verändert. Und dieses Items Panel Template sieht eben jetzt so aus, dass um die Listbox-Items, die eine Listbox darstellt, diese werden standardmäßig in einem Virtualizing Stack Panel angezeigt. Und hier habe ich das eben ausgetauscht durch ein Grid, das eben genauso viele Zeilen und Spalten hat, wie man das eben von einem Viergewinn-Spielbrett erwartet. Und der zweite Punkt, den ich gemacht habe, ist natürlich das Aussehen der einzelnen Listbox-Items geändert, und das macht man eben über den sogenannten Item-Container-Style. Und auch den können wir uns anschauen. Hier habe ich eben auch Border Thickness, Border Brush gesetzt und so weiter. Das ist aber nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist das Template. Das heißt, ich habe hier tatsächlich das Aussehen eines einzelnen Listbox-Items auf folgende Sachen verändert. Wir haben hier eine Border, die eben einen gewissen Border Brush hat. Und Border Thickness, also innerhalb von Control Templates, kann man mit Template Bindings auf die Dependency Properties oder überhaupt Properties des eigentlichen Elements, was hier dargestellt werden soll, zugreifen. Und deswegen wird eben diese Border Thickness und Border Brush, die ich eigentlich auf Listbox Item gesetzt habe, auch hier in dieser internen Border, die ein Listbox Item mit repräsentiert, mit übernommen. Ja, und innerhalb dieser Border, die eigentlich bloß den Rand macht, also das, was man hier jetzt schwarz so um eine Zelle herum sieht oder um einen Platz herum, gibt es eben jetzt eine Ellipse, und die repräsentiert den Spielstein. Das heißt, ich habe hier einfach eine feste Höhe und Breite von 80 auf 80 festgelegt, und ich binde mich hier an Spielstein.Farbe. Und das sollte man vielleicht auch noch mit bedenken. Immer bei Items Controls ist es immer so, dass der Data Context für ein Listbox Item hier in diesem Fall eben auf dem entsprechenden Platzelement steht. Das heißt, ich kann jetzt einfach, wir wissen ja, dass Platz eine Eigenschaft Spielstein hat mit diesem Namen, und der Spielstein selbst hat ja wiederum eine Farbe, und wir können uns eben so auch relativ einfach, weil eben der entsprechende Platz auf dem Data-Kontext des Listbox-Items gesetzt wird, können wir hier eben dann über Spielsteinfarbe ganz einfach auf die entsprechenden Farbwert zugreifen und den Farbconverter, den wir schon kennen, nutzen, um das dann eben tatsächlich zu einem sogenannten Brush für WPF zu konvertieren. Dann kann man hier sogar noch etwas Code sparen. Genau. Und der Vorteil an unserem Farbconverter, oder das ist eigentlich fast noch ein Nachteil, hier sollten wir vielleicht einfach ein Return Null machen, anstatt hier tatsächlich eine Exception zu werfen. Weil es eben sein kann, dass der Spielstein Null ist und dann
wobei es anscheinend egal ist. Der Konverter wird anscheinend bloß eingesetzt, wenn der Wert auch tatsächlich verändert werden kann. Also jetzt habe ich es natürlich so gemacht, dass man es nicht New Argument Exception. Also lassen wir die Exception drin. Anscheinend wird der Konverter eh nicht aufgerufen, wenn Spielstein sowieso null ist. Dann kann er ja auch nicht auf die Farbe zugreifen. In diesem Fall wird dann eben einfach hier kein Fill angezeigt und damit bleibt das entsprechende Element leer. Ja, und genau nach diesen Punkten, dass ich eben sage, ich tausche das Items Panel aus und, und ändere den Items Container Style, vor allen Dingen dessen Template. Und genauso bin ich auch vorgegangen, als ich eben hier unten diese Buttons gemacht habe. Auch hier habe ich eben eine Listbox erstellt, die ich eben jetzt auf diese Klick-Spalte-Commands binde. Und hier habe ich dann eben wiederum den Style geändert. Hier habe ich jetzt mal dieses Items Panel Template inline gemacht und nicht als ein extra Resource Dictionary Element. Genau, aber ansonsten habe ich hier das gleiche gemacht. Also Margin, natürlich, dass wir ein bisschen Abstand nach oben haben. Dann haben wir hier den Background geändert und so weiter. Und wichtig ist eben hier dann auch noch den Item Container Style. Der sieht eben so aus, dass wir hier wiederum dieses Control Template haben für die Klickspalte Listbox Items. Und hier habe ich dann eben einfach bloß einen Button reingesetzt, weil mehr brauche ich hier unten ja nicht anzeigen. Und ich habe dann eben den Content auf einen solchen Pfeil nach oben genommen. Der ist eben in der Schriftart Sego UI Symbol enthalten. Und können wir ja mal kurz in die Character Map schauen. Also wir haben hier Sego UI Symbol und wenn ich mich recht entsinne, dann war der relativ weit oben. Ich glaube, der hier war es. Den hier habe ich genommen. Das ist eben Zeichen E0A0. Und das kann man dann eben, wenn man das selbst nachimplementiert, auch nochmal mit verwenden. Aber im Prinzip ist das bloß nochmal ein Beispiel dafür, dass WPF Controls lookless sind. Ich kann eben das Aussehen komplett verändern und dann jeweils zu meinen Wünschen anpassen. Und das, was wir hier sehen, sind eben tatsächlich einfach bloß Listboxen, die umfunktioniert wurden, um das entsprechende darzustellen. Ja, und dann habe ich mir eben noch, damit ich hier tatsächlich auch was sehe, üblicherweise wie auch in den vorherigen Videos, das Spielbrett ViewModelSampleData-Objekt hier erstellt. Und die entsprechende Klasse dazu sieht eben so aus, dass ich hier einfach eben diese Plätze zurückgebe und diese Klick-Spalte-Kommandos. Und wir haben hier jetzt eben den Punkt, dass ich hier ähnlich wie in der Spielbrett-Factory mir einen zweidimensionalen Array von Plätzen erstelle und dann auf die untersten beiden Reihen eben mal Spielsteine spaßeshalber setze und dann mache ich aus diesem zweidimensionalen oder aus dieser zweidimensionalen Collection eine eindimensionale, indem ich den Select Many Operator hier benutze und diese dann sozusagen damit in eine Collection von Plätzen bloß umwandeln. Diese zweidimensionale Collection hier habe ich im Prinzip eigentlich bloß benutzt, damit ich relativ leicht die Sachen initialisieren kann mit Indexen in Vorschleifen. Ja, und diese Klick-Spalte-Commands, dazu habe ich mir eben einen Dummy geschrieben. Hier sieht man eben mal eine Dummy-Implementierung von diesem Interface, was ich vorhin gezeigt habe. Die Execute-Methode macht noch gar nichts, die interessiert mich ja im Designer auch nicht. Ich habe hier bloß mal eben die Möglichkeit, dass man CanExecute setzen kann. Also ist ein Button aktiviert oder deaktiviert und in welche Spalte er reinkommt. Also auch überhaupt nichts Besonderes. Und wenn man dann nochmal hier in dieses Spielbrett-View schaut, wenn er das möchte, er möchte nicht. Jetzt geht's. Dann sieht man eben, dass hier die ersten beiden Buttons deaktiviert sind. Das heißt, wenn man die drücken würde, passiert dann auch nichts. Und die anderen sind noch aktiviert. Das heißt, die könnte man drücken. Also wenn man es richtig hätte machen wollen, hätte man halt hier auch diese Spalten voll machen sollen. Weil das ist ja gerade der Punkt, dass
wenn eine Spalte voll wird, soll sich dieser Button hier unten auch deaktivieren, damit wir dann den Nutzer nicht irgendwie dazu bringen, dass er mal doch auf eine volle Spalte klickt, um da einen neuen Spielstein reinzuwerfen. Ja, und nachdem ich das gemacht habe, habe ich das Ganze eben wiederum in die Hauptansicht eingefügt. Das heißt, ich habe hier zwischen Spieler A und Spieler B ein neues Content Control eingefügt, das jetzt hier eben in der Mitte sitzt. Und wie vorher auch, ich habe eben mich an das entsprechende View Model in der Gesamtansicht gebunden. Also wir können uns das ja nochmal anschauen. Hier, das war das Falsche, Verzeihung. Ein Main Window View Model. Hier gibt es eben auch das Spielbrett View Model. Und das habe ich eben auch zur Sample Data hier hinzugefügt, indem ich einfach dieses Spielbrett View Model, das hier zurückgegeben wird, mit diesem anderen Objekt initialisiere. Und dann habe ich eben noch ein Content Template festgelegt, das eben für dieses View Model genau die entsprechende View verwendet wird. Das habe ich wiederum in den Resources hier festgelegt. Genau. Und damit sind wir auch schon am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie wir das Command zum Fallen lassen eines Steins in einer Spalte schreiben können.